Polizei. Jemand zu Hause? Sir, können Sie zur Tür kommen? Ja. Sir, wir haben einen Notruf erhalten. Ist alles okay? Meine Frau war etwas überreizt. Vielleicht hat sie angerufen. Geht schon wieder. Können Sie bitte aufmachen? Wie ist Ihr Name, Sir? Porter. Rip Porter. Mr. Porter, können Sie bitte reingehen? Nehmen Sie bitte Platz, Sir. Mr. Porter, ist Ihre Frau hier? Ich weiß nicht. Vielleicht ist sie oben. Gwen? Wendy? Mrs. Porter? Polizei? Hey, Wendy! Wendy! Mrs. Porter? Hier ist die Polizei. Mrs. Porter? Ma'am, alles in Ordnung? Gwen! Hören Sie auf, sich zu wehren, Sir! Lass mich los, verpisst euch! Hören Sie auf, sich zu wehren, Sir! Wir aus dem Hafen raus. Okay, Kumpel? Hey, Daddy. Ja? Bin ich ja eigentlich auch noch ein Rookie? Was meinst du, ein Rookie? Du meinst wie beim Baseball? Ja. Das ist ein ganz schön großes Boot, hä? Oh, ja. Es ist über 60 Meter. Meinst du, wir können auch Fische sehen? Ich kann dir eine Maske geben und dich ins Wasser halten. Dann siehst du eine Menge Fische. Hast du Spaß? Ja. Ich hab dich lieb, Gordon. Hey, Joey. Soll ich Mami ein Lied singen? Ja? Ja, bitte sing etwas für mich, Liebling. Molly! Wie wäre dieses Intro? Gut, wenn du ein paar Akkorde mehr könntest. Guck mal, Mami. Was ist das? Deine Lebensgeschichte? Ja. Schatz, das ist wunderschön. Hilfst du mir bei den Wörtern? Na klar, nur nicht jetzt, denn jetzt ist Schlafenszeit. Aber die Geschichte muss fertig werden. Netter Versuch. Ab ins Bett, hör auf deine Mama. Morgen kannst du deine Geschichte fertig schreiben. Es ist 19 Uhr durch und du hast noch nicht mal gebadet. Nimm Mr. Brummbär mit. Singst du mir noch ein Lied vor? Ein Lied? Daddy, bitte nicht. Joey. Bitte nicht, Daddy. Das ist ein Lied, das ich für dich geschrieben habe. Über Schlafenszeit. Oh, oh nein, er hat's getan. Joey, 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 geht jetzt besser schnell ins Bett. Sonst gibt Daddy, Daddy, Daddy ihm ne Kopfnuss gar nicht nett. Auf geht's. Okay, Daddy, gib deinem Sohn einen Gute-Nacht-Kuss. Oh, gute Nacht, Daddy. Nacht, Mami, okay. Ich komm gleich nach. Du hast gewonnen. Richtig so, und Daddy gewinnt immer. Du weißt, dass du das Richtige getan hast. Okay? Okay.
Pfarrer Logan gab mir seine Nummer, als ich heute ging, und sagte, wir könnten ihn jederzeit anrufen, wenn wir irgendwas brauchen. Und ich möchte gern, dass du sie nimmst und bewahrst. Und wenn wir sie mal brauchen sollten, dann gib sie mir einfach. Und ich rufe ihn an. Okay. Okay. Letzte Nacht war so entsetzlich. Ich hatte solche Angst, rauszukommen, und du bist nicht da. Allein sein, weißt du? Oh, Baby. Ich hab doch gesagt, ich werde da sein. Danke. Schöne Frisur. Ja. Wir sind fertig. Das ist das. Weißt du, worauf ich richtig Lust hätte? Auf einen Handwerkerladen. Du bist süß. Handperlen. Dein Haar ist wunderschön. Danke, es ist etwas dunkler. Zaubern. Laufen die Geschäfte durch. Naja, soweit so gut. Mein Angebot steht noch, das weiß ich. Ich weiß, danke. Sehr nett. Lass dir doch von Jack helfen, Bill. Für uns wär's eine Kapitalanlage. Wir kommen schon klar, danke. Und was ist mit meinem Angebot? Welches? Beth möchte Joey gerne mit in die Kirche nehmen. Wirklich? Meint ihr nicht, er sollte mit den richtigen Werten aufwachsen? Liebling. Entschuldigt mich. Braucht ihr noch etwas? Die Ribeye-Steaks sind fertig. Bin gleich wieder da. Okay, danke. Klingt gut. Ich weiß, ja. Hey, Kumpel! Hey, Kumpel, komm her! Ja, komm zu mir! Feiner Bursche! Hey, Kämpfer! Daddy ist zu Hause, dein Daddy ist da, Kämpfer! Liebling, alles okay? Ja. Er hat dir ins Gesicht gebissen! Kämpfer, du böser Hund! Er macht nur seinen Job. Tut mir so leid, ich bring das in Ordnung. Ich fass es nicht. Das war eine Begrüßung, ha? Hör mal, wir haben ja jetzt zwei Gehälter, die reinkommen. Wir könnten hier mal etwas renovieren, hm? Tolle Idee. Ja. Hör mal, Baby, was meinst du? Wenn ich wieder richtig Fuß gefasst habe, sparen wir etwas Geld. Wir könnten es nochmal probieren. Weißt du, was ich meine? Was meinst du? Möchtest du eine Familie gründen? Lass uns eine Familie gründen. Wirklich? Ja. Das wird das neue Leben, von dem wir sprachen. Er wird der neue Rip. Du willst einen Jungen? Ja. Jedermann wünscht sich doch einen Sohn. Los, wir sollten deine Schwester öfter einladen. Hier gibt's ja einiges abzuwaschen. Sehr witzig. Ich hab's einfach satt. Wo ist das Problem? Lass ihn doch in die Kirche, wen juckt's? Das Problem ist nicht, ob er geht oder nicht geht. Er ist unser Sohn. Sie hat nicht das Recht. Liebling. Hey. Sie ist nur neidisch. Du siehst toll aus. Bist begabt. Du hast mich. Es ist absolut verständlich. Wirklich? Schön, dass du es witzig findest. Ich nämlich nicht. Thank you.
Was für eine schöne Nacht. Ja. Unbeschreiblich. Rip, es gibt etwas, was ich mit dir besprechen muss. Ja? Was? Was, Babe? Was immer es ist okay. Du kannst es mir sagen. Nachdem du weg warst, war alles so hart für mich, Rip. Es war so verdammt hart. Ich weiß, es tut mir leid. Nein. Am Anfang fand ich nicht mal einen Job und dann... stellte ich fest, dass ich schwanger bin. Was? Und ich wollte nicht abtreiben, weißt du, denn es war ein Teil von dir und mir, Rip. Doch ich konnte nicht vergessen, wie schwer meine Kindheit war mit meinem Vater und wie schwer deine war und wie das alles war zwischen dir und mir zu der Zeit. Ich dachte, es war besser für... Also unterschrieb meine Mutter für dich. Ich hab das Baby zur Adoption freigegeben. Ich hab ihn weggegeben. Bitte sag doch was, Rip. Du hast er gesagt? Er ist also ein Junge, meinst du? Ich hab ihn weggegeben. Ich hab unseren Sohn weggegeben. Es tut mir so leid. Es ist okay. Ich wäre kein guter Vater gewesen. Nicht so, wie ich damals war. Du musst das wirklich nicht sagen, Liebling. Ich weine. Vielleicht können wir ihn zurückbekommen. Das geht nicht. Wir gaben ihn weg. Nein, Baby, ich habe nichts unterschrieben. Ich habe nichts unterschrieben. Wir müssen uns unseren Sohn zurückholen. Okay? Ich bringe das wieder in Ordnung. Wir holen ihn zurück. Komm her. Komm her. Alles wird gut. Alles wird gut. Wir holen ihn zurück. Ich muss mal. Vorsicht, Schatz, du hast die Eier. Warum gibst du mir die Eier? Na, sie sind am leichtesten. Ich muss mal Pipi. Okay, aber denk bitte an die Toilettenbrille. Mach sie erst hoch und dann auch wieder runter. Ich weiß schon, wie ich auf den Toiletten muss, Mami. Hier spricht Allison Bauer vom Ohio Department für Kinder- und Jugendhilfe. Ich würde gern mit Mr. und Mrs. Campbell sprechen. Euer Ehren, ich möchte betonen, dass dieses Kind eine Privatschule besucht und sehr angepasst ist. Diese Leute hingegen, die leiblichen Eltern, haben keinerlei Erfahrung als Eltern. Das weiß ich zu schätzen, Mrs. Bauer, ändert aber nichts an der Urkundenfälschung. Nehmen Sie Platz. Danke. Mrs. Porter, wer hat diese Papiere unterschrieben? Naja, ich dachte, das war mein Mann. Ich kann's erklären, euer... Ich habe nicht Sie gefragt, Mrs. Porter. Nachdem Rip weggebracht worden war, entschied ich, das Kind zur Adoption freizugeben. Also nahm ich die Papiere mit zum Gefängnis. Aber weil Rip und ich nicht miteinander sprechen konnten, sollte ein Wärter ihm die Papiere geben und... jemand muss sie in seinem Namen unterschrieben haben. Also Leute, finde ich raus, wer diese Papiere unterschrieben hat, geht in den gleichen Knast wie Sie. Ja, schön. Sie wollen mir also erzählen... Sie wussten weder von der Schwangerschaft noch von der Adoption? Nein, Sir, nicht bis vor ein paar Wochen. Und jetzt möchten Sie Vater sein? Ja, Sir. Bevor ich im Gefängnis war, war ich ein anderer Mensch, sicher nicht bereit, ein Ehemann zu sein oder Vater. Und meine Alkoholsucht ist eine bleibende Krankheit. Und die Heilung dauert ein Leben lang. Und die vergangenen 7 Jahre konnte ich mich erholen. Und das Einzige, an dem ich festgehalten habe, Sir, ist die Hoffnung. Die Hoffnung auf eine Familie.
den Schaden wieder gut zu machen, den ich angerichtet habe. Und mein Wunsch, Vater zu sein. Sie war den ganzen Tag vor Gericht? Was soll das? Ich versuche, mit ihr zu sprechen. Alison Bauer, Jack Campbell, Sie baten um Rückruf. Was für eine Situation. Wohnzimmer, Küchentisch, da ein paar Fische. Und er kriegt auch sein eigenes Zimmer. Ich muss es noch etwas renovieren. Wir haben heute auch ein paar Spielsachen gekauft. Zum Beispiel eine Eisenbahn. Haben Sie denn auch an Schulen gedacht? Ja, die Grundschule ist gleich die Straße runter. Sie hat ein sehr gutes Schüler-Lehrer-Verhältnis. Ich habe sie auch besucht, eine gute Schule. Sie sind also ein Mädchen von hier? Ja. Okay, was ist mit der Ernährung? Ja, Mom? Ich habe all seine Mahlzeiten bereits geplant. Eine Menge Eiweiß und Gemüse. Kein frittiertes Essen, das lassen wir weg. Kein Fastfood. Ich habe da schon einen Plan erstellt. Oh, das sind übrigens alles Kindersicherheitsschlüssel. Ja, habe ich selbst angebracht. Um ein Kind aufzuziehen, braucht man mehr als Spielzeug und Kindersicherung. Das wissen wir. Also, ich sehe sehr gut, dass Sie sich wirklich bemühen. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Sie diesen Jungen aus dem einzigen Leben reißen, das er je gekannt hat. Er kommt aus einer anderen Welt. Haben Sie eine Vorstellung davon, was das für ihn bedeutet? Haben Sie das bedacht? Ich verstehe nicht, warum das unser Problem ist. Es war deren Fehler. Sie hätten die Unterschrift beglaubigen lassen müssen. Stimmt. Willst du das Ohio Department verklagen? Nein. Wir können gewinnen. Ich will niemanden verklagen, Tom. Hier geht's nicht um Geld. Wir haben ein Problem. Das ist Ohios Rechtsprechung. Die steht fest. Es gab dort 8 gefälschte Adoptionen. Alle entkräftet. Und in allen Fällen wurde das Kind seinen biologischen Eltern zurückgegeben. Der Richter hat keine Wahl. Du musst mir helfen, Tom. Bitte. Es muss doch etwas geben. Okay. Bitte, Jack, hör mir zu. Wir beide haben eine Menge Schlachten zusammen gewonnen. Diese gewinnen wir nicht. Ich sag dir, was ich tun würde, wenn es meine Sache wäre. Ich würde meine Zeit nicht verschwenden, mit Anwälten zu reden. Kannst du mir folgen? Ich will so sehr, dass alles gut geht und... Liebling, du wirst ein toller Vater werden. Jack, wie geht's dir? Danke fürs Kommen. Bitte setz dich noch. Du sagtest, du möchtest die Entscheidung eines Richters aus Ohio anfechten. Ich habe kein Richterrecht dort. Curtis, du bist Abgeordneter. Lass deine Beziehung spielen. Schuldet dir keiner einen Gefallen? Ich weiß doch, wie das läuft. Tja, das ist die Gerichtsverfassung und da kann ich nicht eingreifen. Was, wenn es dein Sohn wäre? Stell dir vor, es wäre Max. Denk drüber nach. Ach komm, Jack, das ist nicht fair. Irgendeine Frau kommt in 3 Tagen hierher und holt Joey. Verstehst hey, du das? Hey, hey, komm runter. Okay, mir ist klar, dass Valia ist, okay? Und keiner wird gerne mit diesen Fällen zusammen. Wovon redest du? Ach, aber ich möchte mit meiner politischen Karriere zu tun. Soll das ein Scherz sein? Ich bitte dich, geh dieses Risiko ein, dieses eine Mal. Und rette meinen Sohn. Also, ich weiß, dass du unter großem Druck stehst. Ich weiß, aber tut mir leid, ich kann nicht. Ich würde dir gerne helfen, Jack, aber das ist Staatsangelegenheit. Mir sind die Hände gebunden. Tut mir leid. Schick sie zu deinen Eltern.
Da sehen Sie doch zuerst nach, Liebling. Was, wenn er nicht hier ist, wenn Sie herkommen? Was? Dann stecken Sie uns in den Knast. Was soll das dann bringen? Wir müssen ihn zum ersten Besuch schicken. Zumindest bis ich eine Lösung habe. Zeig mir mal deine Füße. Au! Hey, du zählst 1, 2, 3, okay? 2, 3. Ah! Mami! Der war wirklich gut. Knack, knack. Hey, Joey. Hey, Joe. Ich möchte dir etwas sagen. Du machst einen kleinen Ausflug. Und zwar nach Ohio, okay? Wo ist Ohio? Es ist ziemlich weit, deswegen nimmst du einen Flieger. Überleg mal, du liebst Flugzeuge, oder? Wieso muss ich gehen? Also, es gibt da eine Frau. Und sie ist wirklich nett. Du erinnerst dich nicht an sie, aber sie kennt dich noch als kleines Baby. Und sie fragte, ob du sie mal besuchen kommen kannst. Und Daddy und ich haben ja gesagt. Hey, Joey. Alles wird gut werden. Okay? Du musst wirklich keine Angst haben. Sieh mich an, Kumpel. Hey, du musst wirklich keine Angst haben. Ich möchte, dass ihr mit mir kommt. Ich kann das nicht. Ich will hier bleiben mit euch. Hör mir mal zu. Deine Mama und ich sind immer bei dir. Egal, wo du bist. Verstehst du das? Okay. Ich hab dich sehr lieb. Mrs. Bauer. Guten Morgen. Mr. und Mrs. Campbell, es tut mir sehr leid. Ich weiß, das muss sehr schwer sein. Schwer, sagen Sie? Lernen Sie das zu sagen, Mrs. Bauer. Da sind ein paar Dinge, die ich mit Ihnen durchgehen muss. Hier sind der Reiseplan und alle weiteren Informationen. Also, beim ersten Besuch erzählen wir Joey nur, dass die Porters Freunde sind. Beim nächsten Mal sprechen wir von der anderen Mami und dem anderen Daddy. Und beim letzten Besuch erfährt er die Wahrheit. Haben Sie Kinder, Mrs. Bauer? Ja, habe ich. Und es tut mir sehr leid. Okay. Was ist, wenn etwas passiert? Wie bitte? Mrs. Bauer, ich weiß, warum Rip Porter im Knast war. Mr. Porter hatte Jahre zur Rehabilitierung und Aggressionsbewältigung. Ach, bitte. Und das Gericht erachtet ihn als einen fähigen Vater. Und ich war persönlich bei Ihnen zu Hause. Es ist eine angemessene Umgebung. Eine angemessene Umgebung? Joey wird nirgendwo hingehen. Sie dürfen jetzt gehen, Mrs. Bauer. Auf Wiedersehen. Mr. Campbell, ich verstehe Ihre Enttäuschung. Aber entweder bin ich es oder zwei uniformierte Polizisten. Ich habe beides erlebt. Glauben Sie mir, so ist es das Beste für Joey. Mrs. Bauer, sollte meinem Sohn irgendetwas passieren, während ich hier Ordnung schaffe, werde ich Sie persönlich haftbar machen. Jack! Komm her, Baby.
Guten Morgen. Du musst Joey sein. Ich bin Allison. Hey, mein Schatz, hör mal zu, okay? Nein. Das ist die Dame, die dich nach Ohio bringt. Alles wird gut, Liebling. Joe. Baby, alles wird gut. Alles Mami gut. Und Daddy lieben dich über alles. Nur ein paar Tage. Ich weiß, Baby, alles wird gut. Wir warten hier auf dich, wenn du... Mrs. Bauer, bitte geben Sie mir kurz Zeit mit meiner Familie. Natürlich. Komm her, Liebling. Wir müssen dir deine Jacke anziehen. Pass auf, ich möchte, dass du jetzt ein großer Junge bist, okay? Du bist ganz tapfer, ja? Das weiß ich. Ich will bei euch bleiben. Kommt ihr mit mir zum Flughafen? Wir können nicht mehr zum Flughafen kommen, aber wir bringen dich zum Auto, okay? Nein. Es tut mir so leid. Bitte, ich will nicht gehen. Rick, sie sind da, sie sind da. Deine Augen. Ja? Was sagt man dazu? Hallo. Lassen Sie mich die Tür öffnen. Bist du bereit? Mr. und Mrs. Porter, das ist Joey. Hallo. Was bist du nur für ein großer, hübscher Junge? Willkommen in unserem Zuhause. Darf ich dich in den Arm nehmen? Das ist meine Frau Wendy und mein Name ist Richard. Viele nennen mich Rip, nenn mich einfach so, wie du willst. Schön, dich kennenzulernen. Joey, Rip und Wendy sind deine neuen Freunde. Also, du musst jetzt auf sie hören und ihnen gehorchen, so wie auch deinen Eltern. Verstehst du? Ist das dein Koffer? Soll ich den für dich nehmen? Wow, ist da ein Elefant drin? Möchtest du dein Zimmer sehen? Ich habe es selbst für dich renoviert. Oh, hey, wir haben einen Hund im Garten. Er heißt Camper. Da hinten. Ja? Na, komm mal mit rein. Ich bräuchte hier Ihre Unterschrift. Danke. Danke für alles. Denken Sie dran, er ist 6 und in einer neuen Welt. Ich komme morgen vorbei. Ich brauche Ihre Adresse, Tom. Ich muss wissen, wo er arbeitet. Brauch sein Vorstrafenregister und alles, was du in die Hände kriegst. Ich muss das wissen, und zwar sofort, okay? Bitte sei vorsichtig. Gerichtsbeschluss. Ich war vorsichtig, Tom. Und jetzt ist Joey weg. Also bitte. Okay, ich kümmere mich drum. Ich fliege nach Ohio und guck, was der Typ will. Ja? Dann guck mal hier. Zum Essen hochziehen. Und hopp. Alles klar? Okay, pass auf, du hältst den Nagel so. Vorsicht, meine Finger. Hau ihm ordentlich an auf die Mütze. Ja, so ist gut. Sehr gut. Hixe. Hey, aber tut mir leid. Mädchen verboten. Oh, dann muss ich die hier wohl wieder mitnehmen. Nein, du hast ja Kekse, also darfst du hochkommen. Okay, du darfst hochkommen, du hast Kekse. Okay, sehen mal hier. Na, kleiner Joe, worauf hast du Lust? Am liebsten gehe ich segeln. Ich kann ganz allein ein Boot steuern. Haben Mama und Papa ein Boot? Ja, ein großes Segelboot. Aber es hat auch einen Motor. Hm. Weißt du, was wir machen? Wir fahren morgen runter zum Dillon Lake. Da kann man diese kleinen Boote mieten und du kannst steuern. Wer wäre das? Ja, das wäre doch toll. Ich mag keine Kekse mehr. Und? Kommst du mit zum Duschen, kleiner Mann? Ich dusche nicht gerne. Na, hör mal. Du musst doch sauber ins Bett gehen, oder nicht? Ins Bett geht man doch nicht dreckig. Ich will nicht duschen. Ich will nur nach Hause. Darf ich bitte nach Hause? Kleiner, weißt du was? Was du machen könntest, ist mit Wendy ins Bad gehen und einfach nur Gesicht und Hände waschen. Was meinst du? Vielleicht fühlst du dich dann besser.
dir. Okay, alles klar. Sehr gute Idee. Aber nächstes Mal geht's unter die Dusche, okay? Okay. Hey, jetzt checken wir den Seilschwung. Ja. Alles klar? Oh, oh Mann. Viel Spaß. Okay. Das ist echt cool. Okay, jetzt bist du dran. Okay. Du hast so eine süße Nase. Geht leicht nach oben. So wie meine. Traubensaft. Ungegoren. Ich trinke auf meine perfekte Frau und meinen perfekten Sohn. Ich habe so oft an den Tag gedacht, als er geboren wurde. Und wie ich mich fühlte, als sie ihn mir wegnahm. Aus meinen Armen. Und dass ich nie wieder sein kleines Köpfchen sehen würde und seine Haut riechen. Hey, alles gut. Niemand wird ihn uns jemals wieder wegnehmen können. Okay. Ich weiß. Alles gut. Es ist nur... Seine Mutter muss sich fühlen, wie ich mich damals fühlte, oder schlimmer. Ja. Aber Baby, einer wird verlieren. Diesmal werden das nicht wir sein. Du bist seine Mutter. Und wir sind seine Eltern. Es ist das Richtige für ihn, bei uns zu sein. Okay. Danke fürs Essen, das ist nett. Ja, natürlich. Hat Beth erzählt, dass wir in ein paar Wochen wegfahren? Nach Haiti? Wieso Haiti? Wir nehmen die Kinder auf ihre erste Mission mit. Ach ja? Ja, wir unterstützen mit unserer neuen Kirche ein Waisenhaus, mit dem wir in Port-au-Prince zusammengearbeitet haben. Dieses Jahr renovieren wir die Außenanlagen. Wir dachten, vielleicht möchtet ihr ja mitkommen, einfach um mal rauszukommen. Oder Bill fährt mit den Kindern und ich bleibe hier bei euch, also ganz Mami, wie ihr wollt. Was ist los? Hab ich nicht. Klar, hast du. Hab ich gar nicht. Heute. Ja, wisst ihr was? Es ist Zeit, ins Bett zu gehen. Oh. Abmarsch, bitte. Gute Nacht, Onkel Gute Nacht. Jack. Gute Nacht, Mami. Gute Nacht, Dad. Ich glaube, es ist ganz gut für sie zu sehen, wie es anderswo auf der Welt auch sein kann. Dann schick sie doch mal nach Ohio. Wann kommt er zurück? Er kommt morgen Nachmittag zurück. Und dann geht er wieder in 2 Wochen und beim nächsten Mal kommt er gar nicht mehr zurück. Alles klar bei dir, Joe? Hi, Dad. Ich hab dich vermisst. Na, mein Sohn. Guck mal, was Wendy mir gegeben hat. Wow. Er sagte, es ist gut gelaufen. Zu einem See gefahren. Da habe ich alleine auf einem Paddyboot gestanden. Und dann wollte ich nicht duschen gehen. Aber Wendy hat gesagt, wenn ich es das nächste Mal mache, schenkt sie mir einen eigenen DVD-Player für mein Zimmer.
War Wendy nett zu dir? Ja, Wendy war total nett. Und sie kann auch gut kochen. Wie war Rip? Nett. Er ist echt witzig. Wir bauen ein Baumhaus und wir schneiden ein Stück von Wendys Kissenbezug aus und dann malen wir einen großen Totenkopf drauf. Und wir haben einen Eimer, da kann sie reintun, was sie will. Und den ziehen wir mit einem Seil hoch. Das ist total cool. Sie bestechen ihn. Ich hätte nie gedacht, dass er vielleicht zurück will. Was, wenn er bei ihm bleiben möchte? Er ist 6 Jahre alt. Was ist, wenn er so eine Art Verbindung zu ihnen hat, als ob er fühlt, dass... Er kennt sie noch nicht mal. Er stammt von ihnen ab, Jack. Mami, ich bin fertig mit Baden. Okay. Ich fliege gleich morgen früh nach Ohio. Hey, Rip! Yo! Bis Sonntag! Wir sehen uns Sonntag! Mach's gut, Mann! Bis dann! Ciao! Bis die Tage! Mr. Porter! Ja? Ich bin Jack Campbell, Joeys Vater. Freut mich, Jack. Wie viel wollen Sie, Rip? Wie bitte? Das sind Änderungspapiere der ursprünglichen Adoption. Unterschreiben Sie und ich gebe Ihnen eine $500.000 in bar. Hier. Das ist eine Menge Geld, Jack. Ja, Sir. Sie unterschreiben, ich bezahle Sie und gut. Was sagen Sie? Sie kommen an mit $500.000 in bar, Jack? Ich wette, Sie hätten auch 1 Million. Okay, dann 1 Million. Das ging schnell. Das ging schnell, Jack. Sagen wir 1 Million. Ja? Boah, das kam so schnell. Ich schätze, dann hätten Sie auch 2. Fein, unterschreiben Sie. 2 Millionen Dollar. Dann bin ich genau wie Sie, Jack. Großes Haus, großes Boot. Was ist hier, hä? Ja, das stimmt. Sie können alles haben, was Sie wollen, Rip. Ganz egal was. Was wollen Sie, Rip? Was wollen Sie? Ich will meinen Sohn. Okay, und Sie werden ihn nicht behalten. Für kein Geld der Welt. Nicht für 2 Millionen, nicht für 10 Millionen, denn mein Sohn ist unverkäuflich. Moment, Rip, hören Sie mir zu. Dieses eine Mal, bitte. Mit so viel Geld können Sie von vorn anfangen. Sie können so viele Kinder haben, wie Sie wollen. Verstehen Sie? Bin ich ein Hund? Sie kennen mich nicht. Sie kennen mich nicht. Sie können keine Kinder kriegen, hä? Wohl keine Kugel in der Knarre, das hohe Tier. Du kennst mich nicht. Du kennst mich nicht. Ich schicke dich zurück in den Knast, hörst du? Du gehst in den Knast. Du bist der, der den Gerichtsbeschluss missachtet. So oder so. Du kriegst mein Sohn nicht. Was ist passiert? Er will das Geld nicht. Er will Joey. Jack, das kann er nicht machen. Er hat dich angegriffen. Wir rufen die Polizei und erstatten Anzeige. Das bringt nichts. Warum nicht? Wenn ich ihn anzeige,
gehe ich auch in den Knast. Okay. Was können wir denn tun? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du weißt nicht? Das war's? Du willst ihn bestechen, es klappt nicht und schon gibst du auf? Was soll ich denn noch machen? Hm? Sag's mir, was soll ich noch machen, Molly? Was soll ich machen? Nicht irgendwas. Irgendetwas. Du bist sein Vater. Du kannst nicht aufgeben. Ich gebe nicht auf. Ich habe alles getan. Mir egal, was es kostet. Ich gebe meinen Sohn nicht auf. Sag mal, merkst du überhaupt noch was? Ich gebe meinen Sohn nicht auf, klar! Guck mir ins Gesicht! Guck mich an! Was für ein schlechter Vater ich bin. Ich habe alles getan, Molly. Warum tust du nicht etwas? Tu etwas. Ich geh ins Bett. Du brauchst es nicht, Schatz. Vielleicht nicht. Oder doch, ich brauche es. Ich weiß, aber das wird uns nicht helfen. Nicht, 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 nicht! Hey! Nicht! Liebling, du brauchst es nicht. Du brauchst es nicht mehr, bitte, Baby. Du brauchst es nicht, bitte nicht. Geh weg. Nein, bitte nicht. Ich liebe dich so. Bitte sag, dass du das änderst. Ich hab sieben Jahre verloren. Alles okay bei dir, Schätzchen? Ja, wir streichen das Baumhaus. Joey, können wir farmen? Ja, bis dann, Dad. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Anschneiden. Okay. Tschüss, mein Schatz. Gut. Eins, zwei, drei. Du kleiner Schummler. Hey, ich hätte da mal eine Frage. Du hast ja bald Geburtstag. Was möchtest du essen an deinem Geburtstag? Ein Hähnchenkuchen? Hähnchenkuchen? Mit Hähnchen? Hähnchen mit Kuchen. Hähnchen mit Kuchen. Möchtest du einen Kuchen in Hähnchenform? Nee. Du willst das Hähnchen im Kuchen Hähnchen haben? In den Kuchen. Okay, habe ich abgespeichert. Oh. Hähnchenkuchen. Klar, weiter geht's. Eins, zwei, drei. Joker! Ich hab gewonnen. Du hast gewonnen? Ich denke, Joker sind am allerbesten. Nö, das war davor. Und vor was? Erinnert mich an jemanden. So, kleiner Schummler. Auf zum Duschen. Ich hab keine Lust zu duschen. Aber wir müssen dich irgendwie sauber kriegen. Riech mal. Mifi. Selber Mifi. Also pass auf, wir müssen dich da reinkriegen und dich sauber machen. Wir haben darüber geredet. Wir haben andere Regeln hier. Ich möchte, dass du unter die Dusche hoppst, okay? Das schaffst du. Weißt du was? Ich helfe ihm einfach. Verwöhn ihn nicht so, Schatz. Ich verwöhn ihn nicht. Es ist alles fein. Ich finde einfach, dass... Du bist ein großer Junge. Du bist ein großer Junge. Na los, auf geht's. Komm in die Gänge. Na los, Kumpel. Hüpf in die Dusche. Ich will aber nicht duschen gehen. So läuft das hier nicht, Kumpel. Komm mit. Ich möchte, dass du mir gehorchst und ich möchte, dass du mit mir ins Bad gehst. Ich glaube, jetzt ärgerst du ihn gerade ein wenig zu. Nein, weißt du was? Ich
Ich bin gerade derjenige, der ärgerlich wird. Würdest du einfach... Okay, komm her. Komm her, Schätzchen. Ah, wir gehen zusammen, okay? Das wird spaßig, okay? Na komm. Auf geht's, Joy. Bitte, Schätzchen. Es ist nur Wasser, sonst gar nichts. Ach, komm, was soll das? Na los, Kumpel, ab in die Dusche. Auf geht's. Ich will aber nicht duschen gehen. Er hat wirklich lustig. Angst davor. Er hat wirklich Angst. Pass mal auf. Er ist ein großer Junge und nicht aus Zucker. Er schmilzt schon nicht. Ich will aber nicht. Na los, duschen. T-Shirt aus und auf geht's. Nein. Soll ich zusammen duschen? Na los, wir lassen die Klamotten an. Los geht's. Bist du bereit? Red, was machst du denn da? Mach die Dusche aus. Aufmachen. Bitte, das ist kein Spaß. Lass das. Alles okay, wir haben Spaß. Nein, das ist kein Spaß. Du machst es geht ihm gut, Baby. Es geht ihm gut. Geht nicht. Hör auf, du tust ihm weh! Du tust ihm weh! Alles okay? Nein. Du hast ihm weh getan. Hör zu. Ich muss dir was Wichtiges sagen, okay? Wendy. Wendy ist eine richtige Mami. Nicht jetzt! Baby. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Du musst es wissen. Und ich bin dein richtiger Daddy. Nein. Und du bist hier, um bei uns zu bleiben. Bist du nicht. Doch, ich bin dein richtiger Daddy und das ist deine richtige Mami. Ich will zu meinem Daddy. Aber ich bin dein Daddy. Du bist zu Hause. Du bist zu Hause. Alles ist gut. Okay, es reicht. Es reicht. Komm her, Schätzchen. Komm mit. Das reicht für einen Abend. Es reicht. Nächsten Abend unseres Umzugs saß ich genau hier, zusammen mit Joey. Ich weiß noch, dass ich ihn fragte, mein Sohn, was glaubst du, wie tief das Meer ist? Er sagte, Daddy, ich wette so 15 Meter tief. Eigentlich sind wir doch im selben Team. Aber das Gefühl habe ich jetzt nicht mehr. Weißt du, Liebling, du hattest recht. Ich war schon etwas enttäuscht, als wir Joey adoptierten. Ich wollte einen eigenen Sohn. Mein eigenes Blut. Doch von dem Moment, als er nach Hause kam, liebte ich ihn. Er war meiner. Aber er ist nicht meiner. Sie können ihn einfach mitnehmen. Sie können ihn uns einfach so wegnehmen. Hey, kleiner Mann. Hey, Joey. Weißt du was über Pusteblumen? Wie du dir was wünschen kannst damit? Du schließt deine Augen, wünschst dir etwas und dann pusten. Warum muss man pusten? Also, da drin ist dein Wunsch, ganz verborgen. Und wenn du pustest, wird der Wunsch freigelassen und kann wahr werden. Mal probieren? Wünsche sind sehr wichtig, Joey. Du musst ganz fest daran glauben, dass alles besser werden kann, als es ist.
Hey. Was ist los? Was ist passiert? Ja, ich fürchte, dieses Mal lief alles etwas schwierig. Was heißt schwierig, Mrs. Bauer? Er wollte mir nichts erzählen. Vielleicht spricht er mit Ihnen. Oh, Mrs. Porter bot an, Ihnen eine Woche mehr zum Abschied nehmen zu geben. Der Richter hat zugestimmt. Okay, danke. Bis dann, Joey. Hey. Hey, hey. Was ist denn los? Was ist passiert? Joey? Warte. Liebling. Hey, hey, hey. Joey. Joey? Joey, was ist passiert? Joey, bitte setz dich hin und sprich mit mir. Komm her, mein Schatz. Was ist los? Sag mir, was passiert ist. Er hat mir wehgetan. Er wollte, dass ich in meinen Sachen duschen gehe. Was? Wo, Schatz? Wo hat er dir wehgetan? Rip hat das gemacht? Er hat gesagt, ihr seid nicht meine richtigen Eltern. Stimmt das? Nein, nein, Liebling. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Eine Woche mehr? Warum hast du dem zugestimmt? Ich habe nicht zugestimmt. Was? Es war meine Idee. Es war was? Warum? Weil du nicht bereit bist. Du brauchst mehr Zeit. Ach so, du sagst, das ist deine Entscheidung, richtig? Du handelst hinter meinem Rücken und hältst mich von meinem Sohn fern? Du hast ihn verletzt, Rip. Ich wollte ihn nicht verletzen. Ich hab versucht... Das hast du aber und du hast ihm Angst gemacht. Ich versuche nur, ihn zu schützen und dich mit. Okay, wie kannst du das sagen? Wie kannst du das sagen, während du lügst und diese Dinge von mir verheimlichst? Ich lüge nicht. Ich hab's dir gesagt. Ich erzähl's dir. Ich verheimliche nichts. Wo willst du hin? Ich gehe mein Gesicht waschen und dann gehe ich ins Bett. Nein, ich will... Ich muss mit dir darüber reden. Du hättest es mir sagen müssen. Du schläfst heute besser auf der Couch. Nein, nein. Hör mir zu. Ruf sie an und sag ihr, es war ein Irrtum. Nein. Baby, hör mir zu. Nein. Ruf sie an. Nein, habe ich gesagt. Es war kein Irrtum. Ruf sie an. Hol die Kamera, ich will den Bluterguss fotografieren. Wen rufst du an? Allison Bauer. Ruf Dr. Riley an und sag, ich bin in 15 Minuten mit Joey bei. Und was genau willst du damit erreichen? Was, Jack? Klage einreichen und Porter hinter Gitter bringen? Ja, ich schicke ihn in den Knast. Du hast selbst gesagt, das bringt uns überhaupt nichts. Selbst wenn Porter für immer weggesperrt wäre, Joey Jack bleibt Campbell, nicht bei uns. Allison Bauer. Jack! Was denn, was? Wir müssen wegfahren. Wir müssen unsere Sachen packen und gehen. Wir haben beide darüber nachgedacht. Nur aussprechen wollten wir es nicht. Wir können nicht gewinnen, Jack. Du willst weglaufen. Niemand wird kommen und uns helfen. Wohin? Das Land verlassen. Irgendwohin. Dir ist klar, was du da sagst, oder? Oh ja. All das wäre weg. Wir können nie mehr zurückkommen. All unsere Freunde. Deine Schwester. Wir können nie wieder Kontakt zu ihr aufnehmen. Wir hätten Joey. Alles okay? Hey. Ja, ja, na klar. Wie geht's dir? Gut, willst du einen Tee? Gerne. Also, was ist los? Was konntest du mir am Telefon nicht sagen? Kurt Golding hat mit dem Abgeordneten von Ohio gesprochen und der bat das Department um eine Ermittlung durch die Staatskommission. Und was bedeutet das? Das bedeutet, die Vermittlung ist verschoben. Und die Kommission kann die Entscheidung des Richters ändern. Dauerhaft. Das ist toll! Oh, Schätzchen, ich wusste, es gibt etwas. Ich wusste, es gibt etwas. Hör mal, Jack und ich haben uns unterhalten. Und wir würden gern mit euch nach Haiti kommen. Wirklich? Ja, nach allem, was passiert ist, wäre es, glaube ich, gut für uns alle mal rauszukommen. Nur die Familie. Na, was sagst du? Und es ist okay, mit ihm das Land zu verlassen? Das ist erlaubt? Ja, natürlich. Die Verfügung liegt auf Eis. Wir können tun, was wir wollen. Außerdem wäre es bestimmt ganz toll, weißt du, für die Kinder, für uns. Meinst du, du kannst das mit der Kirche abklären? Also, das ist ein bisschen kurzfristig, aber klar doch, kein Problem. Wir kriegen das hin. Okay. Thank you.
Teil, wie geht es denn? Gut. Ja, noch später. Bis dann. Freust du dich schon auf die Lautes kommen? Ganz ja. Spiel. Und da ist Joey. Schau mal. Joey! Na. Hey, Jack. Hey. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich freue mich auch. Ja. Schön, dich zu sehen. Hier ist Alison Bauer, Mrs. Porter. Ich weiß, es ist spät, aber ich muss mit Ihnen sprechen. Tut mir leid, ich kann gerade nicht aufmachen. Mrs. Porter, Sie haben nicht auf meine Anrufe reagiert. Ich muss mit Ihnen sprechen. Nur einen Moment. Bitte öffnen Sie die Tür. Mrs. Porter? Was meinst du? Sie meinte, ein Abgeordneter würde ihr helfen. Aber ich kenne sie. Ich weiß, wie sie sich verhält. Da stimmt irgendetwas nicht. Wie soll sie sich verhalten? Überleg doch mal. Ich meine, auf einmal geht sie mit uns in die Kirche und jetzt wollen sie das Land verlassen und nach Haiti. Findest du das nicht komisch? Nö, ich finde das nicht komisch. Wir haben sie doch eingeladen. Du weißt doch, was ich meine. Du musst da vorsichtig sein, Schatz. Ich freue mich sehr, Sie zu sprechen. Ich wollte mich nur bedanken, persönlich. Wie bitte? Ich wollte nur Danke sagen für das, was Sie tun. Für Joey, für Ihren Sohn. Mrs. Norton, ich habe Jack schon vor Wochen gesagt, dass ich nichts für ihn tun kann. Und ich kann ihm noch immer nicht helfen. Es tut mir wirklich leid, aber ich bin nicht sehr erbaut über Ihren Anruf. Oh, tut mir leid, Herr Abgeordneter. Dann habe ich etwas missverstanden. Entschuldigung, war nicht meine Absicht. Schon gut. Guten Tag. Danke. Bist du mein richtiger Dad? Also, ich frag dich, was meinst du? Ich glaube ja. Warum? Du passt auf mich auf. Und du hast mir Baseball beigebracht. Und ich habe deine Windeln gewechselt, das war eklig. Was sonst? Was mache ich sonst noch, Sohn? Du hast mich lieb. Ja. Und das ist das Wichtigste, was ein Vater tun kann. Und warum hat Rip gesagt, er ist mein Dad? Hör mir mal einen Moment zu, ja. Das klingt etwas verwirrend, aber ich versuche dir etwas zu erklären, okay? Wendy ist die Frau, die dich zur Welt gebracht hat, okay? Dann trafen deine Mami und ich dich. Wir liebten dich so sehr, dass wir deine richtigen Eltern wurden. Für immer. So wie Robbie Elliot? Genau, genau so. Wir haben dich adoptiert. Also kann ich hierbleiben, mit dir und Mom? Möchtest du das? Ja? Dann bleiben wir zusammen. Egal, was passiert. Okay? Egal, was passiert. Das war's. Danke, Baby. Meine Damen und Herren,
Nummer 956 ist jetzt zum Einsteigen bereit. Wir bitten zunächst die Gäste der First Class und dann die Gäste der Business Class, sich zum Ausgang zu begeben. Sicherheitshinweis. Bitte lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt. An Bord unseres Nonstop-Flugs Nummer 257 nach Port-au-Prince. Wir möchten Sie bitten, Ihre Sitzplätze einzunehmen, die Sicherheitsgurte zu schließen und die Tische von Ihnen zurückzuklappen. Freunde, folgt mir. Ich zeige euch eure Unterkunft. Der Zaun auch Farbe ab? Hey, bisschen netter. Wir haben hier hart gearbeitet, während ihr Jungs in der Stadt shoppen wart. Glaub mir, ihr wart hier besser dran. Hey, Bill, übernimmst du mal? Na klar, aber gerne doch. Oh, darf ich? Sehr gerne. Dann gehe ich mich mal waschen. Hi. Ich habe einen Taxifahrer gefunden, der uns morgen früh um 2 Uhr abholt. Unser Flug geht um 4.30 Uhr. Okay. Und meinst du, er kommt? Ja, ich habe ihm $100 gegeben. Morgen kriegt er 200, wenn er uns zum Flughafen bringt. Vertrau mir, das ist eine Menge Geld für so einen Burschen. Na, kommt. Du bist früh zurück. Ja. Wurde heimgeschickt. Kann mich nicht konzentrieren. Kann nicht essen und nicht schlafen. Und ich verstehe einfach nicht, warum du nicht die Polizei gerufen hast. Keine Polizei. Also willst du mich wohl verlassen? Nein. Ich glaube nicht. Rip, wir haben beide viele Fehler gemacht in unserem Leben. Aber ich kenne dich. Ich weiß, tief in dir drin bist du ein guter Mensch, auch wenn du es nicht glauben willst. Mal versuchen. Wäre da noch eine Sache. Weißt du noch, Pfarrer Logan? Wir schaffen das zusammen, Schatz. Du und ich.
Schön, schön. Ich bin alle. Toll gemacht, Großer. Wow. Super, Kumpel. Das wollte ich sehen. Dann treffen wir uns morgen Mittag am Bus und fahren mit den anderen zusammen in die Stadt. Also eigentlich dachten wir an etwas Familiengammeln. Macht ihr doch euer Ding und wir kommen später zum Abendessen nach. Völlig okay für mich. Ja? Na klar. Okay, sicher? Ja, ist das okay? Ja, na klar, wie ihr wollt. Okay. Wir sehen uns beim Essen. Hab dich lieb. Okay. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Okay. Dann bis später. Ja klar, viel Spaß. Du auch. Okay. Joey. Habt einen schönen Tag. Bis dann, Joey. Tschüss. Ihr habt einen Ball erklärt, hä? Ja. Dann bis heute Abend. Alles klar, Jake. Nö. Du hast ganz rote Wangen. Bis später, Leute. Ja, bis dann. Ist alles in Ordnung? Komm her. Molly hat gelogen. Kurt Golding hilft ihnen nicht. Sie haben uns benutzt, Bill. Sie haben die Kirche benutzt und den Flug. Sie nehmen Joey und setzen sich ab. Ich weiß. Was? Was soll das heißen? Ich hätte es genauso gemacht. Nein, Bill. Nein, es ist falsch. Und das weißt du. Wenn Gott gewollt hätte, dass Joey bei ihm bleibt, dann... Hör auf damit! Hör auf! Du hast nicht zu entscheiden, was Gottes Wille ist. Willst du, dass Joey verprügelt oder sogar getötet wird von diesem Mann? Nein. Das Gericht hat Unrecht, Beth. Was haben sie denn sonst bitte für eine Möglichkeit? Wozu ist diese Reise sonst da, wenn nicht um Kinder zu retten? Oder nicht? Ich weiß, du wirst deine Schwester vermissen. Aber das ist nicht deine Entscheidung. Wir müssen sie gehen lassen. Alles wird gut. Wird's nicht. Wieso? Ich habe Allison Bauer angerufen. Oh, Beth. Okay, auf geht's. Stellt euch auf. Aufstellen. Hey, Abwehr. Du bist beheizt. Jack, deine Familie. Du musst sofort von hier verschwinden. Was? Wovon redest du? Jetzt. Bill, was ist hier los? Tut mir so leid, Süße. Was, Dad? Ist alles okay? Wir müssen gehen. Wir müssen gehen. Komm, komm los. Die Schlüssel bitte. Ich brauch die Schlüssel vom Jeep. Jack, Jack, hier bitte, in den Jeep. Wohin? Ich gebe dir Deckung. Los, 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 los. Oh, was hast du getan? Was hast du getan? Oh, geh auf Mamis Schoß. Komm her, Baby. Komm her, Baby, komm her. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir müssen die Ruhe bewahren. Alles in Ordnung, Mister? Ja. Wohin wollen Sie? Nur etwas shoppen. Alles klar, kein Problem, kein Problem. Ja. Ouvre la porte, s'il vous plaît. Nun mach schon Schranke auf. Gute Fahrt Ihnen. Ja. Ist alles okay? Perfekt. Gut. Danke sehr. Okay, halt! Raus aus dem Auto. Ganz ruhig. Sofort. Check.
Mr. und Mrs. Campbell. Wo ist unser Sohn? Tut mir leid, dass Sie auf diese Weise zurückgebracht werden mussten, aber ich musste verhindern, dass Sie einen großen Fehler begehen. Wie geht es Joey? Es geht ihm gut, er ist draußen auf dem Gang. Mrs. Bauer, wir haben nichts Falsches getan. Mr. Campbell, bitte setzen Sie sich. Also, Sie haben etwas Falsches getan, das wissen wir beide. Ich habe viel Zeit investiert, um Sie vor dem Gefängnis zu schützen. Ich will mit meinem Anwalt sprechen. Mr. Campbell, ja? Ich bin auf Ihrer Seite. Das bin ich. Das war eine wirklich lange Nacht für uns alle. Ich habe Mrs. Porter mitgebracht. Sie wartet draußen. Sie möchte mit Ihnen sprechen. Also hole ich Sie jetzt rein. Hallo. Ich bin Wendy Porter. Ich weiß, dass Sie mit Joey fliehen wollten. Mrs. Porter. Er hatte Blutergüsse am Körper. Ich habe nur versucht, meinen Sohn zu schützen. Ich muss Ihnen sagen, als Sie meinem Mann Geld anboten für Joey, haben Sie ihn fast gebrochen. Möchten Sie unserem Sohn beibringen, dass man arme Leute einfach so freikauft? Nein, ich dachte, er wollte Geld. Und hab mich geirrt. Das weiß ich jetzt. Sie haben keine Ahnung, was dieser Junge ihm bedeutet. Ich habe einen furchtbaren Fehler gemacht vor 7 Jahren. Ich hätte mein Baby nie weggeben dürfen. Aber nach allem, was passiert ist, muss ich mir sicher sein, dass ich für ihn das Richtige tue. Mrs. Porter, Wendy, Joey ist unser Ein und Alles, unser Junge. Ich liebe ihn so sehr, als ob ich ihn selbst auf die Welt gebracht hätte. Und ich kann mir nicht einen Tag ohne ihn vorstellen. Seit dem Moment, als wir ihn nach Hause holten, war meine größte Angst, dass er eines Tages aufwacht und erkennt, ich bin nicht seine richtige Mutter. Dass ich nur irgendeine Frau bin, die ihn großzieht. Doch das tat er nie. Und er wird es dir tun. Mrs. Bauer. Ich habe hier die neuen Adoptionspapiere. Mr. Porter hat bereits unterschrieben. Ich habe seine Unterschrift persönlich beglaubigt. Ich möchte, dass Sie wissen, Rip liebt Joey wirklich sehr. Er war nur noch nicht bereit, Vater zu sein, und das weiß er. Miss Porter, würden Sie Ihren Mann ausrichten, dass ich mich entschuldige? Können wir Ihnen irgendwie helfen? Also, es muss ja nicht mit Geld sein, aber ich meine nur, also... Wir schaffen das schon, wir kriegen Hilfe. Doch, da wäre etwas, das Sie tun könnten für mich. Es würde mir viel bedeuten, wenn Joey wüsste, er hat 2 Mütter. Eine, die ihn so sehr liebt, dass sie ihn nicht gehen lassen konnte. Und eine, die ihn so sehr liebte, dass sie es wusste. Sie haben mein Wort. Darf ich ihm auf Wiedersehen sagen? Oh, ja, natürlich.
Joey, es war wunderschön, dich bei uns zu Hause zu haben und mit dir Zeit zu verbringen. Dich kennenzulernen und zu sehen, was für ein kluger und hübscher Junge du geworden bist. Mit dir zu lachen und... Das waren wirklich mit die glücklichsten Momente meines Lebens. Was ist mit deinem Gesicht? Oh, ich habe mich verletzt, aber das wird wieder gut. Darf ich dich noch mal besuchen? Nein, nein, Schätzchen, das war der letzte Besuch. Du kommst nicht mehr zu uns. Warum nicht? Ich habe dir von der Pusteblume erzählt und wie wir den Wunsch freilassen konnten. Manchmal sind Menschen genauso, Betty. Ich möchte, dass du an mich denkst, aber denk nur an die glücklichen Momente, okay? Hier. Die Kette hier ist etwas ganz Besonderes. Bib schenkte sie mir, als ich noch ein Mädchen war, und jetzt möchte ich sie dir schenken. Innen drin ist ein Bild von Rip und mir und unsere Adresse, falls du jemals irgendetwas brauchen solltest, was es auch sein mag. Vielleicht sehen wir uns, wenn du groß und stark bist, eines Tages wieder. Ich hab dich lieb. Weiter so. Crash. Nein, vorhin sind keine. Ich hab für dich ein Auge drauf.